Wenn ihr noch günstige FIFA-Coins zum Team of the Season braucht, checkt mal gerne meinen Sponsor IG-Fold aus. Der Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch 8% sparen wollt, gebt einfach bei der Bestellung den Rabattcode FIFAGAMING ein. Außerdem könnt ihr noch gerne meinen Shop auschecken für die neuen Nice Hoodies, T-Shirts, Handyhüllen, Sweater und vieles mehr. Link ist natürlich auch wie immer oben in der Videobeschreibung. Außerdem gibt es gerade zu jeder Bestellung eine gratis Autogrammkarte von mir persönlich unterschrieben dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen FIFA 18 Squad Builder Battle auf meinem Kanal. Zum World Cup Modus, zur Weltmeisterschaft heute Abend, Leute, findet das, ich glaube, letzte Achtelfinale statt, ne? England gegen Kolumbien, Leute. Schreibt gerne eure Tipps in die Kommentare, Leute. Was denkt ihr, wer gewinnt heute Abend? Meiner Meinung nach das beste Achtelfinale, so von den Mannschaften. Obwohl Frankreich, Argentinien war schon wahrscheinlich genauso heftig. Aber ich bin gespannt, es wird ein knappes Spiel, Leute. Also, eure Tipps, Hashtag Kolumbien oder Hashtag England, jetzt unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung, was ihr denkt, wer gewinnt. Und lasst natürlich auch gerne wieder ein Like da, Leute. Eskaliert mal mit den Likes, wenn ihr öfters solche Predictions sehen wollt. Vor allem jetzt kommen ja langsam die spannenden Spiele, Leute, ne? Das heißt, wenn ihr zu den spannenden Spielen noch weitere Predictions so in dem Sinne sehen wollt, dann eskaliert mal mit den Likes, Leute. Droppt ein Like, ich würde mich freuen. Und falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren. So verpasst ihr kein Video mehr. Danke da auf jeden Fall für Unterstützung. Checkt auch noch gerne Max' Kanal aus. Link ist in der Beschreibung. Was geht ab? Max, bis auf den Start. Ja, Jungs, was geht ab? Heute wird es richtig spannend. Ich muss ja sagen, bei dieser WM ist wirklich alles möglich, Alter. Japan gegen Belgien auch zu krass gewesen. Aber ja, vielleicht setzt sich heute der Favorit England durch oder doch Kolumbien. Ja, weiß man nicht, ne? Weiß man nicht. Ja, man weiß es echt nicht, Mann. Wir werden es sehen, aber gestern Japan auch fast geschafft. Ey, das ist echt die kurioseste WM aller Zeiten. Naja, ist doch egal. Ich habe die 4-3-2-Formation. Wie sieht es da bei dir aus? Ich habe auch so eine ähnliche 4-4-2, also auch mit zwei Stürmern. Okay, ich vertrete natürlich Kolumbien mit James Rodriguez. Genau. Max vertritt natürlich England. Und dann wollen wir mal schauen, wer in unserer Prediction hier gewinnt. Ja, am Ende wird natürlich wieder abgestoßen. Ihr wisst es, die Differenz der erratenen Spieler. Und dann würde ich sagen, können wir schon direkt starten. Wir schreiben die ersten Spiele auf, Leute, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die ersten Spiele sind auch geschrieben. Ab geht's. Wie immer, Leute, ihr kennt es doch vorhin noch. Checkt auch gerne meinen Shop aus, falls ihr Bock habt auf die Camo-Sachen, Leute. In grün, in grau, in blau und natürlich auch in rot, Leute. In allen vier Farben als Pullover und auch als T-Shirt in allen vier Farben. Link zu meinem Shop ist wie immer ganz oben in der Beschreibung. Und weiterhin, auch wenn Deutschland raus ist, gibt es natürlich noch die Nice-Taste im Deutschland-Design gratis zu jeder Bestellung dazu. Ab einem Bestellwert von 30 Euro als Andenken an die WM, an die deutschen Leute, die rausgeflogen sind, ey. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch wie immer dazu. Also gerne abchecken, wer sich noch was holen will. Erster Link oben in der Beschreibung. Danke an jeden, der mich damit kaum unterstützt. Ihr seid die Besten. Wir starten mit meinen beiden Stürmern und wir haben es diesmal heute anders gemacht, Leute. Und zwar haben wir es sonst immer gemacht, dass wir nur maximal eine Icon einbauen dürfen. Wir haben es jetzt gemacht, damit einfach die Teams ein bisschen fresher aussehen, dass man zwei Icons mitnehmen darf. Wir haben es uns so überlegt, es gibt eh nur insgesamt, ich glaube, 15 Icons oder so. Ja. So grob geschätzt. Also von daher, naja, kann man da eh drauf kommen, auch wenn man zwei Icons einbaut. Ja, also, wir fangen an. Ich muss mal schauen, wen habe ich gehen. Genau, hier, mein Team ist hier noch offen. Und zwar, der erste ist Gonzalo Higuain. Ja, und weiter geht es dann mit meiner ersten Icon und zwar R9 Ronaldo. Come on, Alter, let's go. Was ist ein heftiger Sturm. Ich muss sagen, mit den Icons ist es natürlich dann auch noch fresher, vor allem auch fürs Abstoßen. Ich habe auch eine Icon aufgeschrieben, ehrlich gesagt. Und das ist kein R9 gewesen, sondern Ori, Alter. Junge, Junge. Wusstest du das? Ich habe Ori. Nee, ich habe einfach geraten. Ich wusste jetzt auch nicht, wen du hast. Ey, ich hatte Ori auch im Verein. Ich habe nämlich kurz überlegt, weil ich Ori noch nie in einem Squad Builder Battle hatte. Weil den hat mein Bruder, ich glaube, vor 2-3 Tagen oder so im Video. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich, keine Ahnung. Hat er den erst gezogen, Mann. Deswegen. Ja, das ist ja krass gewesen. Das ist ja krass gewesen. Und als zweiten habe ich auch einen aus Südamerika. Aber Radamel Falcao ist es. Leider gewesen. Ja, okay. Das heißt, der Higuain bleibt bei mir am Start, so wie sie es gehört. Ja. Und der Ronaldo natürlich auch. Dann kommen wir mal zu deinen Spielern, ne? Okay. Hast du nur Stürmer aufgeschrieben? Ja, genau. Ein Stürmer. So, spannend auf jeden Fall. Und weil wir heute so eine England-Kolumbien-Prediction nehmen, habe ich mich auch für einen zweiten englischen Stürmer entschieden. Und zwar Marcus Rashford. Ach, Mann. Ich dachte, du gehst eventuell über Kylian Mbappé als Man of the Match. Hat er eine 87er-Karte jetzt. Ja. Auch absolut geil, Mann. Aber das war es dann ja wohl mit Kylian Mbappé. Das heißt, du darfst auch deine beiden Spieler behalten. Oder deinen einen Spieler. Ich darf meine beiden behalten. Und wir kommen ins Mittelfeld. Weiter geht's, Jungs. Jetzt hier mit den Mittelfeldspielern. Und bisher kann man ja sagen, gehst du vielleicht auf eine Südamerika-Richtung. Könnte vielleicht sein. Ja, 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 doch. Aber im Mittelfeld, muss ich sagen, bin ich
über Europa gegangen, zumindest zweimal, ja. Und ich schaue mal gerade hier noch auf mein Team. Und zwar einmal habe ich die Legende, die jetzt, also die wir so in dem World Cup-Modus nie wieder sehen werden, denn er hat seine Karriere beendet. Okay. Andres Iniesta, Leute. Oh. Alle nochmal Hashtag Iniesta in die Kommentare. Absolute Legende. Letzte Mal, dass es den World Cup-Modus überhaupt gibt. Deswegen alle nochmal Iniesta, Hashtag Iniesta in die Kommentare. Mann, der Typ ist einfach eine absolute Legende. Dann meine zweite Icon. Ja. Ja. Hast du vielleicht nicht direkt dran gedacht im Mittelfeld jetzt. Und zwar Lothar Matthäus. Boah. Ja, ist auch fresh. Läuft. Und auf der rechten Seite hatte ich dann, wie nennt ihn da? Ey, genau. Da wollte ich eigentlich erst hier mit Banega oder so gehen oder Paredes, irgendein Argentinier, wäre zu offensichtlich gewesen. Ich habe Fred am Start, ja. Also ein Brasilianer, okay. Fred. Der ist jetzt am Start. Ich glaube, ich weiß, gar nicht bei der WM dabei. Oder sitzt auf der Bank, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das Ding ist, ist nicht der Fred, der mal vor 4 Jahren bei der WM dabei war. Ne? Der war Stürmer und der Typ war auch schon 30 oder so. Das stimmt. Ist aber nicht derselbe. Nicht, dass einige jetzt denken, weil der ist noch ein junger, talentierter Spieler, nicht so wie Fred, ey. So. Das ist noch ein junger Fuchs, du, ey. Ein junger Fuchs, ich sag's dir alle. Ja, der ist ein alter Fuchs, der Fred. Der andere Fred. Okay, den Fred habe ich leider nicht. Da habe ich zwei. Ich habe zwar zwei Brasilianer aufgeschrieben. Paulinho und Fernandinho. Und ja, ich hab's gesagt, ich bin bei Südamerika geblieben, deswegen war mein dritter Spieler auch Paulo Dybala. Oh, nice, okay. Ja. Das heißt, ich hab alle Ballen. Okay, ich bin bei dir auch in derselben Liga geblieben, wie du bei mir gerade in Südamerika. Ich bin allerdings bei dir natürlich in Europa geblieben, also. Okay, ja, es ist auf jeden Fall vielleicht die richtige Richtung. Man weiß es nicht, Digga. Ich hab zuerst einen, der immer für Furore sorgt, und zwar Neymar auf dem linken Mittelfeld oder im linken Mittelfeld. 94er, ja. Oh, nice. Der Typ hat auf jeden Fall schauspielerische Künste, Jungs. Dann in der Mitte habe ich auch meine erste Icon, und zwar Nakata. Kann man drauf kommen, aber natürlich auch ein bisschen unwahrscheinlich. Und als zweiten auch Man of the Match, und zwar Man of the Match Marouane Fellaini, Digga. Wenn wir von Belgien sprechen hier. Und rechts hatte ich dann noch, okay, der ist vielleicht ein bisschen auffälliger, Ousmane Dembélé. Oh, Dembélé wollte ich sogar aufschreiben und ich habe gerade den, oh mein Gott, ich habe so gefailt, ne? Ja, was hast du? Aber Dummheit muss bestraft werden, Digga. Dummheit muss einfach bestraft werden. Ich hätte ja bei dir alle 4 aufschreiben müssen, ne? Ja, was hast du gemacht? Ich habe nur 2 aufgeschrieben, links und rechts Mittelfeld. Echt? Ach, Dummheit muss bestraft werden, ey. Aber ich glaube, wen hast du, Fellaini hier unten im Mittelfeld? Und Nakata, ja. Wäre ich eh nicht drauf gekommen, wahrscheinlich auch nicht auf Nakata und Fellaini, denke ich mal auch nicht. Rechts habe ich sogar Dembélé überlegt, habe ich Quaresma, und links hatte ich Isco. Boah, Junge, Junge. Dummheit muss bestraft werden, Alter. Deswegen, wir machen jetzt auch nicht nochmal hier irgendwie, dass ich noch 2 dazu schreiben darf. Das, vor allem weiß ich ja jetzt deine Spieler. Das geht jetzt nicht mehr. Ich bin selber schuld. Da habe ich mir 2-mal die Chance auf den Spieler versaut. Shit, ey, das ist so dumm, ey. Okay. Naja, ist egal. Wir kommen zu den Außenverteidigern. Es steht immer noch 0-0, ne? Das ist auch heftig, ey. Ich habe eben eventuelle Führung versaut, aber ich hätte die beiden wahrscheinlich eh nicht gehabt. Also, alles gut. Wir kommen zu den Außenverteidigern. Du wirst keinen von beiden haben, kann ich jetzt schon sagen, weil ich bin so undercover gegangen. Echt? Links habe ich eine Legende, und zwar von Köln. Und zwar, ist er bei Köln noch momentan? Ich glaube schon, ne? Konstantin Rausch. Oha. Große Legende. War ja leider nicht dabei bei den Russen hier, ne? Ist leider nicht mitgekommen zur WM. Absolut legendäre Glatze. Hashtag Glatze in die Kommentare. Die so poliert bei dem, ich sag's euch. Und rechter Verteidiger ist Arias, ein Kolumbianer. Ich weiß gar nicht, hat der einen Man of the Match oder so bekommen? Der hat 79, ich glaube nicht. Ne? Ich weiß nicht, Alter. Ich weiß halt nur, dass er ein Team of the Season hat. Weiß ich jetzt nicht. Weiß es einer von euch, wenn er Man of the Match bekommen hat, dann schreibt es mal in die Kommentare, was der vorher für ein Rating hat. Aber ich glaube nicht. Ja. Das ist mein Detail schon 79. Ja, keine Ahnung, egal. So, hau mal raus. Du hast eh keinen. Ja, sind 2 stabile Linksverteidiger und Rechtsverteidiger, die du hast. Links. Den Coca Rausch, Digga, den muss man eigentlich aufschreiben, aber ich habe Jordi Alba. Und rechts habe ich Dani Alves. Also mich für die auffälligsten entschieden, darfst beide behalten. Ja, ich kann nicht sagen, ich habe einen, den du gerade genannt hast, auch, ja. Okay. Ja, du kannst drauf kommen, ehrlich gesagt. Du kannst drauf kommen. Der erste Linksverteidiger muss natürlich ein Brasilianer sein. Und rechts, gut, da kann ich mich dann für vieles entscheiden. Ich habe mich links für Alexandro entschieden und rechts für Azpilicueta. Ich bin auf beiden Seiten mit Brasilianern eingegangen, ey. Echt? Rechts Dani Alves, genau wie du, den hatte ich. Und links Alexandro, come on, Junge. Nee. Jawohl, ich wusste es, Alter. Links Alexandro, das ist so undercover, der Typ auch. Ne? Also von den 3 Brasilianern ist er der undercoverste, der am undercoversten ist hier. Ihr wisst Bescheid, Detektiv.
Alexandro ist am Start. Also, das heißt, raus 1-0 für mich. Oh, aber wir haben noch drei Spieler. Es ist noch alles möglich. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt direkt zu den letzten drei Spielern. Schauen wir mal, wer das Ganze gewinnt und wer abstoßen muss. Jungs, es steht bisher 1-0 für Kolumbien, könnte man jetzt so sagen. Ja. Und wir kommen zu den letzten drei Spielern. Oh. Ja, ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt hier irgendwie noch was hinbekommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr unwahrscheinlich, keine Ahnung. Einer ist ziemlich auffällig. Du meintest ja zu mir gerade eben was. Also vielleicht hast du das gar nicht gecheckt, aber egal. Füg erstmal ein, Mann. Füg erstmal ein. Ja, was meinte ich? Sag, was meinst du? Ja, du meintest, dass du zwei oder beziehungsweise beide Nationen da reinbringen möchtest noch in dein Squad. Vielleicht hast du dich ja jetzt für diese Nation entschieden. Mal schauen. Warte mal, vielleicht habe ich dich auch nur geprankt. Vielleicht wollte ich dich ja nur auf die falsche Fährte locken. Kann sein. Ja, ich habe am Anfang gesagt, dass ich eigentlich beide Nationen auch einmal, weil wir überlegt haben am Anfang, ob wir so als Kriterium auch machen sollen, dass wir beide Nationen einbauen müssen. Und da habe ich zu Max gesagt, ich habe beide Nationen eingebaut. Ey, scheiße. Schön, nein, okay, jetzt vielleicht ich mir gerade auf. Das war ein bisschen aufregend. Ja, aber vielleicht war es auch nur ein Prank. Vielleicht habe ich dich verwirrt. Nice. Kann sein, also, kann schon sein. Ich habe England noch eingebaut, ja? Ja, okay, okay. Okay, also erst, ich habe alle drei drin jetzt, ja? Ich habe einmal Pope im Tor. Der ist so undercover, ja? Okay, ja. Das ist mein Engländer. Dann habe ich allerdings noch einen Engländer und noch einen Brasilianer. Ich habe einmal Miranda. Der ist da, der ist halt voll auffällig, ne? Der ist halt echt schon Brasilien musstest also, du ja eigentlich gehen wegen Link, ne? Ja, ich brauchte noch. Ja, aber da gibt's halt auch viele Brasilianer, ne? Ja, und das stimmt. Links habe ich dann auch noch einen Engländer. Und zwar John Stones, Digga. Komm, bitte sag mir, dass du jetzt keine drei Engländer oder so aufgeschrieben hast, ey. Oh mein Gott. Das wäre sneaky gewesen. Drei Engländer wäre sneaky. Ja, ich kann dir sagen, ich habe zwei Engländer aufgeschrieben. Und auch einen Brasilianer. Und ey, sag mir nicht das App. Im Tor habe ich Bartlett, da habe ich mich ja schon kurz verraten. Heißt, ich bin aber mit einer englischen und brasilianischen Verteidigung gegangen. Aber da gibt's, ich glaube, auf jeder Position zwei Minimum oder drei Optionen sogar. Ich habe mich aber für den besten entschieden. Ich weiß, dass einer eine Man of the Match Card hat und den hast du ja auch. Und zwar John Stones ist schon mal der erste. Ich weiß nicht, hat der schon ein Upgrade? Ich denke schon, oder? Der hat 80, wie viel hatte der vorher? Ich glaube 79 oder so. Bin ich mir nicht sicher. Der hat Stones, ey, das den halt, habe ich auf jeden ist halt Fall. So der beste Innenverteidiger auch vom Tempo und alles her. Kacke. Ja. Und jetzt. Ja, gut, Thiago Silva, dann gab's Marquinhos, David Luiz, Miranda. Ja. Und ja, sonst schreibe ich immer Thiago Silva auf. Ja, letztes Mal hast du, glaube ich, auch Miranda genommen. Ja, stimmt. Genau deshalb. Habe ich mich auch für Miranda entschieden, Junge. Zwei Treffer, Digga. Oh mein Gott. Richtig krass. Ich dachte, safe, du nimmst nicht diesmal wieder Miranda mit, ey. Nein. Ich habe noch nie Miranda aufgeschrieben. Heute war es einfach mal so weit. Der dreht das hier noch, Alter. Der dreht das noch. Scheiße, 2-1 für dich. Das wird jetzt spannend. Ich brauche nur Minimum ein oder zwei. Come on, let's go. Du hast deine Icon safe noch. Ich habe die aufgeschrieben. Come on, du hast ihn eh. Okay, könnte sein, Digga. Könnte durchaus sein, Mann. Das Problem ist halt einfach, ich habe nicht die besten europäischen Verteidiger, muss ich hier dazu sagen. Deshalb musste ich einmal zwei Man of the Match nehmen, aber vielleicht einen etwas schwächeren, und zwar Granqvist mit 84. Dann habe ich eine Icon, wie du es schon gesagt hast. Es gibt drei, glaube ich, in der Innenverteidigung. Und sonst nehme ich vielleicht doch immer Puyol mit, aber heute nehme ich Laurent Blanc. Und im Tor haben wir anlässlich auch noch der anderen Partie. Ich habe einen Schweden und einen Schweizer noch, und zwar Jan Sommer. Ja, ich habe der Gea, Puyol, Miranda, ey, Ma. Ach du Scheiße. Der Typ gewinnt noch 2-1, wir kommen zum Abstoßen, das gibt es doch nicht. Ich hol kurz die Spieler wieder und sehen wir uns gleich. Ey, das gibt es doch nicht, 1-0 führt an. Scheiße, ey. So, da sind die beiden Leute, Miranda und Stones, Alter. Ich hätte echt nicht gedacht, also Miranda okay, aber das war auch Stones, ey. Das war stark, ey. Aber da hast du jetzt auch Abstoßen ja auch verdient, muss ich sagen, ja? Danke, okay. Digga. Danke, Digga. danke. Ja, aber da zwei Icons am Start. Ich habe Iniesta, Higuain, also ein paar gute Spieler sind schon dabei. Gute, ne? Oh. Also, ich weiß nicht. Ich darf ja jetzt nur so gesehen einen Spieler nehmen. Ob die Wahrscheinlichkeit da hoch ist, was
zu treffen. Ich gebe mein Bestes, Jungs. Ich habe keine Ahnung. Ich habe auch gute Spieler, also von daher. Okay, ich bin. Ja. Nee, warte mal, das war ich nicht. Falls du da die Position nimmst. Ich mache es so. Let's go. Okay. Ja, welche Formation hast du nochmal? 4-3? 4-3-1-2. 1-2, ja. Okay. Ja, normalerweise würde ich jetzt. Ja, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich sonst immer so auf die Offensive gegangen. Heute gehe ich aber, glaube ich, mal auf die Defensive. Und da würde ich einfach mal jetzt blind frei raus sagen, nimm mal deinen Linksverteidiger, Digga. Ja, jetzt wieso gehst du sonst immer auf Offensive? Wieso, was denn? Ich habe beide Stürmer, Stones und Fred und ZOM Arias, weil du immer auf Offensive gehst. Ja, ich weiß, Digga. Meine aber Defensive und mein Mittelfeld ist so stark. Und du triffst meinen besten Spieler, Alter. Du hast einen Spieler. Ronaldo. Was? Du hast einen Spieler, Mann. Oh, scheiße. Digga. Einen was? Spieler, R9. Ey. Ey, hast R9. Du die Leihversion von R9, ne? Das ist Leihversion im World Cup Modus, keine Ahnung. Ich hab Vollversion. Die Vollversion. Ach so, Alter. Scheiße. Okay, das, ey, das ist nämlich krass, Jungs. Die Friesen. Was, Junge? Die R9 Discard. Okay, es war nur der World Cup Modus, ne? Aber ja, World Cup Modus, klar. Ist jetzt eh bald vorbei, deswegen. Naja, aber trotzdem, Alter. R9, ey. Junge. Null Münzen. Okay, Alter. Muss ich sagen, gut predicted, Alter. Ich hatte einen Außenverteidiger. Ja, ich hab wer war auf rechts? Wer war Rechtsverteidiger? Rechtsverteidiger, ich kann mal kurz schauen. Ja. Koka Rausch. Ja, okay, okay. Das gibt's doch nicht. Okay, ich stoß ihn kurz ab. Ich habe früher immer auf den Außenverteidiger-Positionen die guten gehabt, aber in letzter Zeit nicht mehr, Alter. Scheiße. Das war's von diesem Video, Leute. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Checkt Max' Episode auch gerne aus, falls ihr auch noch Bock habt. Links unten in der Beschreibung. Und checkt auch gerne meinen Shop aus. Für die Camo-Sachen gibt's in grün, in rot, in blau und in grau, Leute. Ihr wisst es, in allen vier Farben ins T-Shirt und als Pullover. Gerne abchecken. Erster Link ganz oben in der Beschreibung. Und weiterhin ab 30 Euro Bestellwert gibt es noch die Nice-Tasse im Deutschland-Design gratis. Zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Link ist oben in der Beschreibung. Macht's gut, Leute. Gratis Autogrammkarte gibt's auch noch dazu. Haut da rein. Bis morgen und ciao. Ciao.